Okay, dann wollen wir jetzt nun beginnen. Also, wer ist die ATEX, was ist die ATEX und was ist eigentlich unser Ziel? Das Ziel der ATEX ist es, das Leben im Rechenzentrum zu vereinfachen, das heißt im Wesentlichen automatisieren. Wir unterstützen neben den Container beispielsweise die Red Hat OpenShift-Plattform, Docker oder auch den SUSE Container as a Platform Service. Wir betreiben Configuration Management. Die Tools, die wir unterstützen, sind Puppet, SaltStack und Ansible. Wir betreiben das Lifecycle Management für Rechner, das heißt im Wesentlichen deployen, verwalten und das Gegenteil konfigurieren. Wir haben eine Consulting-Abteilung, das heißt, wir beraten Kunden, Firmen, welche Form der Automatisierung für sie am geeignetsten ist und unterstützen sie auch bei dieser Umsetzung. Wir bieten auch Betriebsunterstützung allgemein an, wenn diese angefragt wird. Wir haben eine Engineering-Abteilung, die sich im Wesentlichen mit der Weiterentwicklung von Organisationen beschäftigt. Das Entwickeln neuer Plugins, das Eingehen auf Kundenwünsche, aber auch das Lösen von Bugs. Und da Organisationen eine Enterprise-Software darstellt, bieten wir auch Support an. Das heißt, Kunden können sich im Fall von Problemen und von Fragen an den Support wenden und der sieht sich das ganze Problem an und sieht, wie wir das am besten gelöst bekommen. Warum brauchen wir Automatisierung? Also die Triebfeder in der Wirtschaft ist ja Innovation, das heißt, neue Technologien werden entwickelt, müssen getestet werden, es muss erforscht, welche Technologien es gibt. Und wenn man dies nicht macht, gerät man ziemlich schnell ins Hintertreffen. Gleichzeitig nimmt die Anzahl der Server zu, dies trifft aber nicht für das Personal zu. Das heißt, im Wesentlichen der normale ITler muss sich um immer mehr Server kümmern, aber gleichzeitig sich auch um Innovation kümmern, das heißt, die neuen Technologien erlernen, sie anwenden, sie testen. Das Ganze geht nur, indem man das Ganze in einem gewissen Maße automatisiert und auch standardisiert. Was bedeutet in diesem Kontext Standardisierung? Wenn ich jetzt einen Host deployen möchte, kann ich mir eine Standardvorlage definieren. Das beste Beispiel wären T-Shirt-Größen. Ich kann jetzt quasi einen Host deployen der Größe XS, S, M, L oder XL. Das beschreibt jetzt zum Beispiel den Arbeitsspeicher, den Festplattenspeicher oder die CPU-Größe. Das heißt, wenn ich jetzt einen Host deploye, weiß ich, welchen Bedarf ich habe. Ich definiere mir eine Vorlage, die ich dann quasi auswähle und kann dann im Idealfall einen Host mit nur zwei oder drei Klicks deployen. Das Ganze ist zum einen hochgradig reproduzierbar. Ich kann auf diese Art und Weise immer wieder den gleichen Host rauslassen. Gleichzeitig geht auch die Fehleranfälligkeit zurück, weil sämtliche manuelle Schritte jetzt automatisiert werden und ich im Prinzip da keine Fehler mehr machen kann. Hier nochmal der Überblick von dem, was wir anbieten. Wie gesagt, wir unterstützen sämtliche gängigen Betriebssysteme. Wir machen Config Management. Wir deployen auf diversen Hypervisoren, sowohl für VM als auch für Cloud Computing. Wir haben eine Consulting, ein Engineering und ein Support. Wir bieten Schulungen an für Ocarino, für Puppet, für Ansible, für Docker und neuerdings auch für Kubernetes. Was sind die Features von Ocarino? Also im Wesentlichen Ocarino ist dafür da, den gesamten Lebenszyklus eines Rechners abzubilden. Das beginnt mit dem Host Deployment. Das heißt, wir erzeugen den Host. Er wird quasi konfiguriert von unserer Vorlage heraus mit Arbeitsspeicher, Plattenspeicher und CPU. Entsprechend wird auch das Betriebssystem aufgespielt. Wir konfigurieren den Host, das heißt entsprechend, wir wollen natürlich auch, wenn der Host quasi ausgerollt wird, dass die Standard-Config aufgespielt wird mit unseren Config-Tools. Wir möchten auch gerne, dass die Software entsprechend konfiguriert wird. Das heißt im Prinzip der gesamte Zyklus von Deployment, Verwaltung und entsprechend, wenn der Host auch nicht mehr gebraucht wird, die Kommissionierung wird abgebildet. Mit Ocarino können wir Host deployen auf Bare Metal, also auf normalen physischen Maschinen. Im Augenblick noch der Hauptteil sind virtuelle Maschinen, auf die wir deployen können. Aber wir deployen natürlich auch auf Cloud-Providern. Wir unterstützen dabei verschiedene Hypervisor, beispielsweise VMware, Urbit, KVM, aber auch Proxmox in letzter Zeit. Standardmäßig dient quasi Ocarino auch als DHCP und als DNS-Server, wenn wir Hosts deployen. Dies ist aber nicht unbedingt notwendig. Wir können auch ohne DHCP arbeiten und entsprechend Hosts mit statischen IPs deployen. Wir können auch ohne DNS arbeiten. Wir können auch ohne DHCP und ohne DNS arbeiten. Wir können mit externem DHCP und externem DNS arbeiten und sämtliche möglichen Kombinationen aus diesen Möglichkeiten.
Was wir wollen ist, wir wollen natürlich auch sämtliche Paketstände auf dem Ocarino oder auf unseren Servern bestimmen. Das tun wir auf folgende Art und Weise. Ocarino dient entsprechend für unsere Server als Mirror. Das tun wir dadurch, indem wir halt unsere Upstream-Mirror auswählen und entsprechende Pakete auf dem Ocarino synchronisieren. Wenn wir entsprechend dann auch Synchronisierungspläne auswählen, können wir dafür sorgen, dass jede Nacht unsere Pakete aktualisiert werden und haben dann entsprechend auf dem Ocarino zu jedem Zeitpunkt einen aktuellen Paketstand für alle Pakete. Natürlich wollen wir das Ganze auch so produzierbar haben und entsprechend, wenn wir heute einen Host deployen und nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr einen Host auf dem gleichen Paketstand brauchen, können wir entsprechend auch den Paketstand einfrieren. Das heißt, wir nehmen den jetzigen Stand, wir frieren heute ein und können dann diesen Host zuweisen. Das heißt, mit diesem eingefrorenen Paketstand, wenn wir heute einen Host deployen, können wir das Ganze wunderbar reproduzieren. Wir deployen nächste Woche einen Host und gehen auf diesen eingefrorenen Paketstand und können auf die Art und Weise zu jeder Zeit, zu jedem beliebigen Zeitpunkt den gleichen Host mit dem gleichen Paketstand deployen. Wir bieten auch Errata-Informationen an für Leute, die nicht vertraut mit dem Konzept Errata sind. Das ist ein Konzept eigentlich aus der Red Hat-Welt. Ein Erratum entspricht im Wesentlichen einem Beipackzettel. Das heißt, im Prinzip Erratum werden Sicherheitslücken dargestellt, Bugfixes oder Enhancements. Das Erratum beschreibt quasi, woraus die Lücke besteht, welche Pakete von dieser Lücke betroffen sind und auf welche Paketversion man quasi upgraden muss, um die Lücke zu schließen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Erratum anwenden, wird entsprechend die Information ausgelesen und sämtliche Pakete auf den Stand abgegradet, sodass sie geschlossen wird. Wir unterstützen sämtliche gängigen Linux-Betriebssysteme, in dem Fall zum Beispiel Dell, CentOS aus der Red Hat-Welt, Oracle, aber auch sämtliche ähnliche Derivate wie beispielsweise Cloud Linux. Wir unterstützen SUSE, in dem Kontext vor allem SLES als Enterprise-Software. Wir unterstützen Ubuntu und Debian. Und wir unterstützen neuerdings auch Windows, im Augenblick allerdings nur als Image-Based Deployment und nicht als Network-Based, dies ist aber noch in der Entwicklung. Zur kurzen Erklärung zwischen Image-Based und Network-Based Deployment. Network-Based Deployment ist der Standardweg bei uns normalerweise, dass entsprechend über ein Netzwerkmedium der Host komplett neu aufgesetzt wird, das Betriebssystem installiert und der Host auf die Art und Weise ausgerollt. Image-Based Deployment bedeutet, dass wir eine Vorlage haben, beispielsweise in einer VMware, haben wir einen Host, der bereits vorher konfiguriert wurde, in eine Vorlage umgewandelt wurde. Wenn wir dann entsprechend Image-Based deployen, wird dieser Host geklont und anschließend nachkonfiguriert. Einer der zentralen Punkte von Ocarino ist auch das Lifecycle-Management. Lifecycle-Management bedeutet in diesem Fall, wir haben verschiedene Umgebungen, beispielsweise in einem Unternehmen haben wir eine Entwicklungs-, eine Test- und eine Produktionsumgebung. Es sind nicht nur drei Umgebungen, man kann zum Beispiel auch nur zwei Umgebungen haben, wie Test und Production oder nach Belieben auch beispielsweise 10. Die Produktionsumgebung ist normalerweise die Umgebung, die am stabilsten laufen muss und deswegen am konservativsten ist. Das heißt, der Paketstand in der Produktionsumgebung wird klassisch gesehen der älteste sein. Die Entwicklungsumgebung ist dementsprechend klassisch auch der aktuellste Stand. Die Testumgebung ist entsprechend genau ein Schritt, der dazwischen liegt. Das Problem ist, wenn man jetzt neue Pakete entwickelt und die nach Testen geben will und entsprechend in die weiteren Umgebungen hat, gerät man ziemlich schnell in Abhängigkeitsprobleme, wenn halt die Abhängigkeiten nicht korrekt erfüllt sind. Genau aus diesem Grund haben wir Lifecycle Management. Wir definieren uns quasi unter Lifecycle in der Entwicklung. Dort werden Pakete entwickelt mit allen anderen verschiedenen Ständen. Wenn man dann zu einem Schritt gekommen ist und ist zum Schluss gekommen, die Pakete sind hinreichend entwickelt und man möchte die ganze testen, kann man das gesamte Lifecycle nehmen und am Stück nach Testing promoten und verschieben. Das heißt im Wesentlichen, die Abhängigkeitsprobleme werden umgangen, indem man die gesamte Umgebung quasi verschiebt. Das Gleiche ist dann auch der Fall, wenn man entsprechend die Software getestet hat, nämlich die Pakete und zum Schluss gekommen ist, das Ganze ist stabil für Produktion. Man nimmt das gesamte Lifecycle und verschiebt das am Stück nach Production und man umgeht wiederum die ganzen Abhängigkeitsprobleme. Genau zu diesem Punkt haben wir jetzt entsprechend auch vorher mit den Erratern. Wenn Errater vorhanden sind, möchte man natürlich nicht den gesamten Lifecycle upgraden und entsprechend dann durcheinander kommen mit diesen ganzen Abhängigkeiten. Wenn man Errater anwendet, kann man entsprechend dafür sorgen, dass wirklich nur die Pakete abgegradet werden, die von dieser Sicherheitslücke betroffen sind.
Wie bereits erwähnt, bieten wir auch Conflict Management an und es wird auch im Arcanino angewandt. Die Tools, die im Arcanino unterstützt werden, sind Puppet, Ansible und SourceStack. Diese drei Tools verfolgen ein wenig unterschiedliche Philosophien. Puppet ist ein Master-Client-System, das heißt, wir haben einen Puppet-Master, der in der Regel der Arcanino ist. Dieser ist aber nicht notwendig, man kann auch einen externen Puppet-Master verwenden und diesen an den Arcanino anbinden. Auf diesem Puppet-Master ist die Konfiguration für alle angebundenen Nodes hinterlegt. Auf den Nodes ist ein Agent installiert, der sich in zyklischen Abständen, in der Regel eine halbe Stunde, beim Master meldet, die Konfiguration anfragt, die auf dem Master belegt ist und sie vergleicht mit dem, was auf dem Node selber vorhanden ist. Wenn diese abweichen sollte, wird diese angepasst, sodass nach dem Puppet-Lauf anschließend die Config der hinterlegten Konfiguration auf dem Master entspricht. Ansible hat einen klein wenig anderen Ansatz. Ansible ist kein Pull-Prinzip, sondern ein Push-Prinzip. Das heißt, wir haben einen Node, mit dem über eine SSH-Verbindung die Konfiguration auf die Nodes quasi gepusht wird. Das entspricht also eher einem Fire-and-Forget-Prinzip. Man kann allerdings natürlich auch Ansible Puppet-artig betreiben, indem man beispielsweise einen Cronjob einrichtet und entsprechend die Konfiguration regelmäßig quasi wieder auf den Host pusht. SourceStack spielt in dem Kontext eine Art Zwischenrolle. Es kann sowohl als Master-Client-System betrieben werden, also wir haben in dem Fall einen Salt-Master und auf den Nodes sind entsprechend die Salt-Minions, die sich beim Master melden. Andererseits kann man SourceStack auch bei einer SSH-Verbindung betreiben, also ähnlich wie Ansible. Entsprechend entspricht das Ganze dann an der Konfiguration von Applications als Code. Das Ganze ist zentralisiert gemanagt, das heißt, alle drei Tools werden zentral vom Arcanino ausgesteuert und sie liefern auch automatische Status-Reports, die im Wesentlichen dann zurückgeben, wie der Lauf dieses Config Management Tools gegangen ist. Nun kommen wir noch einmal zurück zu den Ursprüngen von Arcanino. Arcanino basiert eigentlich auf einem Open Source Tool namens Formen. Formen ist der Teil des ganzen Projektes, der für das Configuration Management und für das Provisioning zuständig ist. Für den Formen gibt es das Carthello Plugin, das im Wesentlichen die Paketverwaltung übernimmt. Und das geht zurück auf die Open Source Projekte Pulp für das Repository Management und Candlepin für das Subscription Management beim Formen. Aber natürlich gibt es noch viele weitere Community Projekte, Plugins und dergleichen, die entsprechend unterstützt werden und mit denen man entsprechend die Funktionalität von Arcanino erweitern kann. Was bieten wir in diesem Kontext an? Also wir beraten Kunden, wir entsprechen inwiefern welche Wünsche bestehen und inwiefern das Ganze konfiguriert werden kann. Wir liefern Arcanino aus, wir installieren Arcanino für den Kunden, wir bieten Verbesserungen an, das heißt, wir entwickeln Arcanino weiter. Wir entwickeln auch weitere Plugins, wie wir gleich nochmal sehen werden. Wir bieten Quality Assurance, das heißt, wir testen die Version, die wir ausliefern. Wir entwickeln das Ganze weiter. Wir sorgen dafür, dass es hinterher stabil ist als Enterprise Software. Wir bieten für unseren Kunden Support an. Das heißt, wenn Probleme auftreten, kann sich der Kunde mit Tickets an einen Support wenden. Wir sehen das Ganze an und ihm das Ganze gelöst werden kann. Wir liefern mit Arcanino eine Dokumentation aus, die entsprechend auch der Version des Arcanino entspricht. Das Ganze gibt es auch Open Source Online, wie wir gleich nochmal kurz sehen werden. Wir entwickeln auch Enterprise Features, beispielsweise ein Snapshots Management für Arcanino, die auch VMware ausgeliefert werden. Das heißt quasi, wenn man einen festen Stand für einen Host bestimmen will, einen Snapshot machen quasi, können wir das Ganze auf Arcanino machen. Wir können diesen Snapshot auf Arcanino erstellen. Wir können auch jederzeit auf diesen Stand zurückrollen. Wir bieten Support an für Debian und für SUSE. Das ursprüngliche Formen-Projekt war ja ursprünglich nur für Red Hat-Systeme ausgelegt und entsprechend wurde das für uns quasi weiterentwickelt. Wir gehen natürlich unsere Entwicklung auch nach Open Source zurück. Aber da das Ganze mit Pull-Requests und so weiter eine Weile dauern kann, bis das Ganze angenommen wird, sind natürlich die Plugins, die wir entwickelt haben auf dem Arcanino, in der Regel bereits aktueller und weiterentwickelt als das, was man auf Open Source bekommen kann. Wir bieten Errata an. Normalerweise den Errata ja nur von Enterprise-Systemen quasi angeboten, in diesem Fall von RHEL und von SLES. Wir bieten das für unsere Kunden auch für CentOS an. Wie ich bereits vorher erwähnt hatte, ist das Konzept der Errata eigentlich aus der Red Hat-Welt. Das heißt, für Debian Ubuntu ist das Konzept der Errata eigentlich vollkommen unbekannt gewesen. Deswegen haben wir auch einen Errata-Parser entwickelt für Ubuntu und für Debian, indem wir quasi die sämtlichen verfügbaren Updates durchgehen und das Ganze parsen und können deswegen für unsere Kunden auch Errata anbieten für Ubuntu und für Debian.
Im Wesentlichen wäre jetzt am Ende der Präsentation angekommen. Wer sich quasi jetzt daran interessiert und einen Blick auf die Doku werfen will, wir haben eine Online-Doku unter dieser Adresse https://docs.com. Okay, es scheint bislang keine weiteren Fragen zu geben. Also werden wir jetzt zur Live-Demo übergehen. Wir sehen jetzt hier die Standardoberfläche von Ocarino. Wir haben jetzt hier eine Hostliste. Wir können jetzt hier quasi sehen, welche Hosts auf unserem Ocarino quasi verfügbar sind. Wir sehen hier jetzt auch quasi, welche Betriebssysteme wir unterstützen. Hier beispielsweise CentOS, Debian 7, 8, 9, Oracle, Zelle 7, Zelle 8, Slash 12, Slash 15, die diversen Ubuntu-Distributionen und wir unterstützen auch Windows, wie wir hier bereits sehen können. Wir wollen jetzt mal testweise als Demonstration einen Host deployen zu Beginn, die wir dann in der späteren Demo auch entsprechend konfigurieren wollen. Also klicken wir hier auf Create Host. Wir sehen jetzt hier quasi unsere Vorlage. Ich werde nachher nochmal genau auf das Detail eingehen, was die Sachen bedeuten. Wir wollen jetzt den Host benennen, jetzt zum Beispiel Webinar Zelle 8. Wir setzen jetzt hier die Hostgruppe auf Zelle 8. Dann sehen wir, dass das Ganze hier vorausgefüllt wird. Wir klicken auf Submit. Und der Host geht auf die Reise. Das Ganze können wir noch ein weiteres Mal machen, damit wir entsprechend zwei Hosts haben zum Testen. Gehen wir hier nochmal hier auf die andere Variante, auf Host, Create Host. Dann wollen wir zum Beispiel nochmal ein Slash rauslassen, nehmen wir ein Slash 12 SP4. Wählen uns hier ein Slash 12 SP4 aus. Und deployen wir das Ganze. Während jetzt unsere beiden Hosts deployen, wollen wir mal generell die gesamten Möglichkeiten und Seite von Ocarino durchgehen. Gehen wir wieder auf die Startseite zurück. Die eigentliche Startseite von Ocarino, wenn wir hier draufklicken, ist das Dashboard, in dem wir eine Gesamtübersicht über Ocarino sehen können. Das heißt, wir sehen hier beispielsweise den Host-Subscription-Status. Das heißt, wir haben hier 11 Hosts, die im Prinzip eine valide Subscription haben. Wir haben 7 Hosts, die nicht registriert sind. Wir haben hier eine Übersicht über den Deployment-Status. Wir haben die kürzlich deployten Content-Views. Wir haben die letzten verfügbaren Errata. Wir haben hier die Status-Reports, die sind den Anteil der Hosts, die erfolgreiche Reports haben, auch Fehlermeldungen, die letzten Warnings und Fehlermeldungen und vieles mehr. Gehen wir nun durch die verschiedenen Reiter durch. Hier haben wir den Monitor-Reiter. Am Dashboard kommen wir zu diesem Dashboard, den wir gerade gesehen haben. Wir können uns Facts für unsere Hosts anzeigen lassen, Statistiken, Trends, Audits, die wir sehen, bestanden, welche Aktionen durchgenommen wurden. Wir können hier auch einen Blick auf die Tasks werfen, die quasi zuletzt ausgeführt wurden. Dann warten wir ein bisschen, bis das Netz wieder läuft. Dann sehen wir entsprechend hier sämtliche Tasks, die zuletzt ausgeführt wurden. Das ist sehr vorteilhaft, dass man diese Tasks hat. Auf diese Art und Weise kann man nach Fehlern suchen und entsprechend auch debuggen. Dann kommen wir jetzt hier zu unserem Content. In unserem Content können wir die Subscriptions sehen, die für unsere Hosts verfügbar sind. Wir haben hier beispielsweise auch unsere SUSE-Subscriptions. Da wollen wir mal einen Blick hineinwerfen, weil das nämlich ein Teil ist, den wir entwickelt haben. Entsprechend haben wir hier den Account, können wir unseren SUSE-Account hinterlegen. Wenn wir das gemacht haben, können wir entsprechend auch dann unsere Produkte, die für uns verfügbar sind, synchronisieren. Das ginge dann hier, indem wir hier rechtsklicken, auf Sync klicken. Wenn wir hier auf Actions draufklicken, Select Products, können wir dann entsprechend auch sehen, welche Produkte von SUSE für uns zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben hier eine Liste über alle verfügbaren Produkte, die wir quasi auf unseren Host ausrollen können. Wir klicken einfach eins von diesen Produkten an und entsprechend wird das angelegt und wir können es unserem Host dann zuweisen. Gehen wir jetzt hier wieder zurück. Entsprechend haben wir hier unsere Produktliste. Die Produkte sind im Wesentlichen jetzt die synchronisierten Repositories. Das heißt im Wesentlichen, wir nehmen uns ein Online-Repository, wir legen das Ganze hier an. Beispielsweise hier für CentOS 7, wenn wir hier einen Blick reinwerfen,
Und wir haben entsprechend die Repositories, die jetzt hier nie danach synchronisiert werden. Beispielsweise haben wir hier das Operating System, was wir jetzt hier gleich sehen werden. Wir haben die Extras und wir haben die Updates. Neben dem Produkt natürlich auch die Synchronisierungskanäle, wie erwähnt. Wir können auch den Sync-Status quasi sehen, wie erfolgreich das ganze Synchronisieren funktioniert hat. Wir haben die Lifecycle-Managements, die ich erwähnt hatte, bereits in der Präsentation vorher. Das heißt, in diesem Fall können wir jetzt quasi gleich sehen, wenn das Ganze geladen hat, dass wir auf unserem Demo quasi nur drei Lifecycle-Managements haben, nämlich in Development, Testing und Production. Genau. Hier sehen wir das Ganze entsprechend. Wir können auch parallel mehrere Lifecycle-Management-Pfade haben. Wir müssen noch nicht unbedingt drei haben, wie erwähnt. Wir können auch zwei haben, vier, fünf oder auch zehn, ganz nach Bedarf. Dann kommen wir hier zu unseren Content-Views. Die Content-Views entsprechen den eingefrorenen Paketständen, die ich vorher erwähnt habe. Das heißt, wir haben jetzt hier beispielsweise den CentOS 7. Wir können jetzt hier quasi sehen, dass wir hier auch verschiedene Paketstände haben, die wir entsprechend dann auch unseren Host jeweils zuweisen können, je nachdem, welchem Lifecycle-Management sie zuordnen sind. Das sehen wir idealerweise. Genau, wir haben jetzt hier zum Beispiel Version 2.2, wie man hier auch meiner Versions 2.0, 5.0 und so weiter. Sehen wir uns nochmal einen Composite Content View an, weil das im Wesentlichen, das ist das Gesamtpaket, das wir quasi einem Host zuweisen, weil wir dann auch verschiedene Anwendungen in einem bündeln können. Das heißt, wir sehen uns hier beispielsweise den CentOS 7 an. Und da werden wir sehen, dass wir verschiedene Versionen haben, die auch verschiedenen Lifecycles zugeordnet sind. Wir haben jetzt hier beispielsweise die Version 3.2, die der Produktion entspricht, die Version 4.0 für Testing, die Version 5.0, die im Development ist. Dann haben wir hier unsere Activation Keys, die im Wesentlichen dafür sorgen. Die Activation Keys definieren quasi, welche Repositories unseren Host abgebildet werden. Wir können hier generell Übersicht über die Pakete haben. Wir haben hier eine Gesamtübersicht über alle Errata, die verfügbar sind für alle Betriebssysteme. Wir haben hier auch die Puppet-Module. Container werden im Augenblick nur teilweise unterstützt und sind nicht ideal für Ocarino. Wir haben hier eine Übersicht über unsere Hosts. Wir haben hier die Übersicht über alle Hosts, die wir bereits gesehen haben. Wir haben entsprechend hier auch die Installationsmedien, die wir quasi zuweisen können, die Operating System, die supported werden. Da können wir noch einen Blick werfen. Da haben wir die gleiche Liste, ähnlich vorher wie auf unserer Gesamtliste. Das heißt, wir haben hier CentOS, wir haben hier Debian, wir haben RHEL, wir unterstützen SLES, Ubuntu und Windows. Im Configure können wir quasi Hostgruppen definieren. Das ist das, wo ich vorher quasi ganz kurz übergegangen bin. Die Hostgruppe entspricht quasi unserer Vorlage für einen Host. Wenn wir jetzt hier beispielsweise unseren RHEL 7 nehmen. In der Hostgruppe wird quasi definiert der Name der Hostgruppe, das Lifecycle Environment, in dem der Host sein soll, der deployed wird, der Content View, der an den Host angebunden wird, die Content Source, in der Regel unser Ocarino, Puppet Environment, auf welcher Hardware das Ganze deployed wird, in diesem Fall unserer VMware. Das Compute Profile entspricht unserer Vorlage, der T-Shirt-Größe, quasi in dem Fall aber ein Medium-Rechner mit mittlerer Festplatte, Arbeitsspeicher und CPU-Power. Wir definieren den Puppet Master und das Salt Environment. Entsprechend der Hostgruppe können wir auch Salt States zuweisen, die Ansible-Rollen, Puppet-Klassen. Wir definieren in welchem Netzwerk quasi unser Host deployed wird. Wir definieren das Operating System, die Architektur, das Operating System, das Medium, von dem quasi installiert wird. Wir können unserem Host auch entsprechende Parameter mitgeben. Das Ganze können wir auch individuell nachkonfigurieren, wenn wir einen Host deployen. Das hier ist quasi die Vorlage. Diese Vorlage kann jederzeit beliebig auch weiter ausgebaut werden oder abgeändert werden. Wir definieren die Location, die wir entsprechend hier oben auch sehen können. Das heißt im Wesentlichen, wir können entsprechend auch einschränken, in welcher Location, also in welchem Rechenzentrum beispielsweise oder quasi für welche Organisation, auch für welche Abteilungen quasi Hosts verfügbar sein sollen oder auch sichtbar. Und entsprechend hier der Activation Key, den ich vorher gerade erwähnt hatte, mit dem wir quasi festlegen, welche Repositories quasi an den Host subscripted sind. Wir können entsprechend jetzt hier auch anschauen, welche States für die Hosts auf dem Market hinterlegt werden, die Environments, also für Salt, das gleiche gilt für Puppet Environments und Klassen und ebenfalls für Ansible. Eines der neuen Features ist auch in dieser Zeit der Version 4.4, dass wir auch für Ansible Variablen quasi überschreiben können und quasi vom Default Value abgehen.
In Infrastructure können wir quasi unsere Ressource quasi angeben, von der wir quasi deployen. In diesem Fall deployen wir unsere Host von unserem vCenter heraus, von unserer VMware. Wir können hier quasi die Compute Profiles definieren, wie unsere T-Shirt-Größen vordefiniert sind. Wir können Subnetze anlegen, Domains, in denen entsprechend unsere Host deployed werden. Und im Wesentlichen unter Administer haben wir jetzt quasi unseren allgemeinen Verwaltungsteil, in dem wir auch User-Rollen definieren können und ganz allgemein auch die Oberfläche von Ocarina und die Möglichkeiten konfigurieren können. Dann wollen wir doch mal einen Blick werfen, wie weit unsere Hosts jetzt deployed sind. Schauen wir einfach mal nach. Werfen wir mal einen Blick auf dem Webinar Cell 8. Der Webinar Cell 8 scheint bereit zu sein. Der Webinar Slash 12 SP4 scheint im Augenblick noch nicht ganz fertig deployed zu sein. Genau, wir können jetzt hier quasi sehen, genau, das ist noch nicht gescriptet. Das heißt, an diesem Punkt ist das Ganze immer noch am Deployen. Kommen wir wieder zurück zum Ursprünglichen. Dann können wir jetzt beispielsweise anschauen, nehmen wir uns mal beispielsweise einen anderen Host, den ich bereits vorbereitet habe, der schon fertig deployed ist. Sehen wir uns mal einmal den Ubuntu 18 an. Wie man bereits sehen konnte, sind viele von unseren Hosts im Error-Status. Das ist durchaus bewusst gemacht. Und zwar aus folgendem Grund. Hier haben wir den Gesamtstatus, Error. Der Gesamtstatus beschreibt im Wesentlichen die Zusammenfassung aller unserer Staaten. Und zwar entspricht er immer dem schlechtesten aller möglichen Status. Wir haben hier den Build-Status für unseren Ubuntu. Der ist installed. Der letzte Konfigurationsrun war erfolgreich, aber keine Änderung bewirkt. Die letzte Remote Execution war erfolgreich. Hier haben wir den Grund für unseren Fehlerstatus, und zwar sind Sicherheitsersatz verfügbar. Das ist gewollt. Also entsprechend, wir haben auf unserem Host immer offene Sicherheitsersatz, um das Ganze auch immer demonstrieren zu können. Wir sehen hier unseren Salt Master. Wir sehen hier unser Salt Environment. Wir sehen hier einen System Purpose, der matched ist. Wir sehen, das Ganze ist erfolgreich subscripted. Wir können jetzt hier auch einen Blick auf Reports werfen. Das heißt, wir sehen hier im Wesentlichen, wir haben hier erfolgreiche Puppet Reports, wir haben hier einen Ansible Report. Wir können jetzt hier entsprechend auch in den Content hineinsehen und dann entsprechend sehen, was auf unserem Host verfügbar ist. Wir sehen jetzt hier entsprechend die Subscription. Die Subscription beschreibt jetzt hier quasi die Repositories, die von einem Host verfügbar sind. Wir können hier quasi, in diesem Fall haben wir ein Debian-System, also ein Ubuntu. Wir können hier die App-Actions sehen. Wir können hier auf diese Art und Weise Pakete remote installieren. Wir können uns auch anzeigen lassen, welche Pakete installiert sind. Wir sehen in diesem Fall auch eine Liste der verfügbaren Errata für unseren Host. Dann wollen wir einmal schauen, ob mittlerweile unser Slash-Host auch fertig deployed hat. Gehen wir wieder mal auf unsere gesamte Host-Liste. Wir sehen uns den Slash 12 SP4 an. Wir sehen, vor 6 Minuten ist der erste Puppet Report geschickt worden. Das heißt, der Host ist fertig. Dann wollen wir jetzt einmal weitergehen in unsere Demo und beispielsweise vorführen, wie wir eine Ansible-Rolle ausführen. Das Ganze können wir quasi auf einem Host einzeln machen. Das will ich mal in diesem Fall vorführen an unserem Slash 12 SP4. Da gehen wir hier, sehen wir die Schaltfläche Schedule Remote Job. Da klicken wir rechts auf den Knopf. Gehen auf Run Ansible Roles. Dann sehen wir, dass über Remote Execution die Rolle getriggert wird. Wir können hier auf Preview Template sehen. Auf die Art und Weise können wir jetzt hier sehen, welches Playbook ausgeführt wird, beziehungsweise welche Rolle. Dann gehen wir wieder hierhin zurück. Wir können hier auf den Hostnamen selbst draufklicken. Dann können wir auch auf der Shell sehen, was auf dem Host wirklich direkt passiert. Das heißt, wir sehen hier, wie diese Rolle ausgeführt wurde. Und das Ganze war erfolgreich. Wir können das Ganze auch als Bulk-Job ausführen. Bulk-Job bedeutet, wir können entsprechend den gleichen Job auf mehreren Hosts gleichzeitig ausführen. Das heißt, wir wählen jetzt quasi unsere 3 Webinar-Hosts an. Nur kurz mal ein Refresh, um nochmal alle Hosts anzuzeigen. Genau, jetzt haben wir die Gesamtansicht. Wir nehmen unseren Cell 8, wir nehmen unseren Slash 12 und wir nehmen unseren Ubuntu 18. Wir gehen auf Select Action. Wir gehen jetzt hier auf Play Ansible Roles. Jetzt werden auf diesen 3 Hosts gleichzeitig diese Rollen ausgeführt.
Mit Preview Templates können wir entsprechend sehen, dass auf diesen drei Hosts das gleiche Playbook oder sämtliche eingebundenen Playbooks, es muss nicht notwendigerweise das gleiche sein, ausgeführt werden. Wir sehen jetzt auf zwei war das bereits erfolgreich. Das dritte läuft noch. Alle drei waren erfolgreich. Jetzt wollen wir mal einen Blick darauf werfen, was das Ganze eigentlich gemacht hat. Wir können hier sehen, das Ganze war eine Message of the Day. Das heißt, wir gucken uns mal auf dem Host jetzt an, was da wirklich genau geschehen ist und gucken uns mal zum Beispiel die Message of the Day an. Das können wir auch machen, indem wir jetzt quasi auf unserem Host direkt einen Remote-Job ausführen. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder auf Select Action. Wir gehen auf Schedule Remote Job. Wir gehen hier auf unsere Job-Kategorie. Gehen auf Commands. Und ketten jetzt beispielsweise die Message of the Day direkt auf den Bildschirm, also etc. MOTD und submitten das Ganze. Dann können wir es hier entsprechend auf unserem Host sehen, wie das Ganze ausgeführt wird. Genau, hier haben wir die Liste unserer drei Hosts. Wenn wir jetzt hier entsprechend auf den Host draufklicken, sehen wir, dass die Message of the Day gesetzt wurde. Dieser Host wird erweitert von Arduino mit Ansible. Wir sehen in diesem Fall, dass wir auf allen drei Hosts das gleiche eingebunden haben. Was das mit dem Stegosaurus auf sich hat, werden wir jetzt gleich sehen, weil das ist nämlich Bestandteil eines neuen Features von Arduino, wie ich bereits erwähnte, dass man jetzt quasi mit Ansible Variablen setzen kann. Dann werden wir unsere Tabs schließen und sehen uns die Ansible Variablen an. Dafür gehen wir jetzt hier quasi auf Configure, gehen auf Ansible of Variables, sehen uns jetzt hier entsprechend die Manala Method mit dem Template an. Und dann können wir hier quasi sehen, dass hier als Default Value für unsere Host der Stegosaurus gesetzt wurde. Wir können jetzt hier beispielsweise hier für, wir können hier Measure definieren für verschiedene Eigenschaften. Beispielsweise für unseren Cell 8 wollen wir jetzt zum Beispiel vordefiniert das Dragon Template einbinden und damit den Default überschreiben. Wir können auch weitere Measure definieren. Beispielsweise nehmen wir jetzt hier für unseren, wir können auf die FQDN gehen, gehen wir auf unseren Slash 12, SP4, Demo-Artix, definieren wir hier quasi als Template einen anderen Wert, zum Beispiel Reno. Wir submitten das Ganze, gehen wieder auf unsere Hostliste und führen entsprechend auf unserem Rel 8 und unserem Slash wieder die Ansible-Rollen aus, Play Ansible-Role. Wir sehen entsprechend, dass das Ganze hier unten läuft. Im Augenblick der Rendering-Status auf 100%, also beide Hosts laufen noch. Warten wir ein paar Sekunden. Wir können jetzt auch einen Blick in Echtzeit drauf werfen, unseren Rel 8-Host. Ah, jetzt sind wir schon fertig. Entsprechend sehen wir, dass das Ganze hier sich verändert hat. Wir können jetzt für unsere beiden Hosts nochmal anschauen, wie sich die Message of the Day verändert hat. Dann gehen wir wieder auf Select Action, Schedule Remote Jobs. Gehen wieder auf Command. Und machen wieder einen Cat auf etc. Message of the Day. Das Ganze war erfolgreich. Dann werfen wir mal einen Blick auf den Rel 8. Wir können jetzt sehen, dass das überschreibende Variable wunderbar funktioniert hat und entsprechend an der Stelle jetzt ein Drache hinzugefügt wird und dann Default Value das Stegosaurus überschrieben hat. Jetzt gucken wir uns den Slash 12 an, der entsprechend über die FQDN überschrieben wurde. Das hat leider in diesem Fall nicht funktioniert. Vermutlich ist das, habe ich den falschen Namen für das Tablet eingegeben. Wir können uns jetzt quasi unseren Ubuntu-Host wieder anschauen und entsprechend die anderen die weiteren Möglichkeiten anschauen. Wir können uns oder gehen wir auf unseren Ubuntu-Host. Wir können natürlich auch noch andere Arten von Scheduling-Mode-Jobs durchführen.
Also im Wesentlichen, wir können also Einzelkommandos ad hoc ausführen, wir können aus der Einzel Galaxy Rollen installieren, wir können Einzelpakete installieren, jede Menge verschiedene Einzel Tasks, wir können zum Beispiel auch ein Puppet Run aus Einzel heraus triggern, wir können Einzel Rollen installieren, wir können mit Einzel Services steuern, das Ganze können wir auch über SSH machen, quasi über Commands, über Power Packages installieren. Eines der neuen Features, die wir jetzt haben, ist im Training, wir haben das Salt Plugin quasi ausgebaut, wo wir das zum Beispiel auch an unserem Ubuntu-Host hier demonstrieren. Wir gehen jetzt hier quasi auf Salt und können ein Salt State ausführen. Gehen jetzt hier quasi auf Salt und setzen einen Run Salt State und submittieren das Ganze. Wir können auch hier das Preview-Template sehen, das quasi hier ausgeführt wird. Das ist leider nicht so viel zu sehen, aber im Wesentlichen, das wird gemacht. Wir können jetzt hier auch den Echtzeit sehen. Wir können jetzt hier quasi sehen, dass hier das Debugger entfernt wurde und entsprechend durch die Salt-Message auf der D ersetzt wurde. Und wir können das Ganze natürlich nochmal überprüfen, indem wir jetzt hier quasi für unseren Host nochmal das Command ausführen. Day darstellen. Das sollte wieder recht flott gehen. Das funktioniert. Dann öffnen wir den ganzen Tab und wir können sehen, das hat alles wunderbar funktioniert. Dann gucken wir uns mal ein Beispiel unseres Slash-Hostes an, wie wir ein Erratum anwenden können. Das Anwenden von Errata ist relativ einfach im Ocarino. Wir gehen jetzt quasi beispielsweise, wenn wir es auf einem einzelnen Host anwenden wollen, auf diesen einen Host drauf. Wir gehen jetzt hier auf die Contents. Wir gehen hier auf die Errata. Jetzt wird die Errata-Liste eingelesen. Je nachdem, wie viele Errata das ist, kann das natürlich entsprechend dauern. Je mehr Errata, desto länger dauert das Ganze. Wir nehmen jetzt beispielsweise, wir wählen das erste Erratum aus, wir klicken auf Apply Selected, dann wird das ganze Erratum quasi über Remote Execution getriggert und das entsprechende Paket wird dann abgegradet. Wir können uns jetzt quasi auf dem Host ansehen, was passiert. Wir sehen, dass hier quasi Zipper getriggert wird, wir sehen entsprechend, dass die Pakete hier laufen gelassen werden. Das Paket ist bereits wirklich abgegradet worden. Wir sehen hier, dass der Status ist auf Success und das Erratum ist wirklich angewandt und die Sicherheitslücke ist geschlossen. Ja, so, entsprechend uns nochmal die Report-Liste ansehen. Wir können jetzt quasi sehen, dass hier der Einzel-Report ausgeführt wurde. An dieser Stelle können wir jetzt quasi auch unser Snapshot-Tool sehen. Das heißt, wir sehen jetzt hier im Wesentlichen, wir gehen jetzt hier quasi die Beschreibung an, Test-Snapshot. Wir gehen das Ganze auf Create. Und wir haben dann diesen Snapshot. Als weiteres Beispiel für unser Salt-Plugin, das ich bereits vorher erwähnt hatte, ist, dass wir Salt neuerdings auch quasi SSH-artig, also ähnlich wie Ansible, ausführen können. Gehen wir wieder zurück auf unseren Salt-Host, also unseren Ubuntu-Host, auf dem wir es bereits vorher ausgeführt haben. Gehen wir hier auf den Webinar Ubuntu. Entsprechend gehen wir jetzt hier auf Schedule Remote Job. Wir gehen hier auf Salt. Ich kann jetzt hier quasi hier den Salt-Kommando ausführen. cmd.run. Hier hat man im Prinzip die Vorlage, wie man das quasi ausführen kann, wenn man sich mit der Salt-Syntax nicht ganz so bewandert ist. Wir machen jetzt zum Beispiel ein Uptime. Warten ein paar Sekunden. Jetzt
Ganze war erfolgreich. Wir können uns hier auf dieser Ausgabe jetzt anschauen, wie gut das funktioniert hat. Und wir können jetzt wunderbar sehen, der Host ist jetzt entsprechend derzeit hier online. Das hat alles wunderbar funktioniert. Dann wollen wir nochmal als letzten Schritt der Demo das Installieren eines Paketes demonstrieren. Gehen wir jetzt beispielsweise wieder zurück auf unseren Content. Gehen wir auf unsere Dev-Pakete. Wir wollen jetzt beispielsweise das Paket Vim installieren. Klicken hier auf Perform. Dann wird die Installation über Remote Execution getriggert. Wir können jetzt hier einen Blick drauf werfen und dann sehen wir quasi, was in echt in der Konsole geschieht. Wir sehen jetzt hier quasi, dass apt eingelesen wird. Und entsprechend wird das Paket installiert. Und zum Abschluss, okay, offensichtlich gibt es noch ein Paket auf diesem nicht. Und als Abschluss können wir das Ganze dann entsprechend auch demonstrieren. Wenn wir einen Host nicht mehr brauchen, gehen wir quasi, wir können das hier über Bulk Action machen, wenn wir mehr Hosts löschen wollen. Oder wir gehen jetzt hier quasi auf den Host drauf, klicken hier auf Delete, bestätigen das Ganze. Und unser Host ist gelöscht. An diesem Punkt wären wir dann im Wesentlichen am Ende unserer Demo angekommen. Wenn jetzt noch Fragen stehen sollten, stehe ich noch gerne zur Verfügung und mein Kollege auch. Und ansonsten bin ich bereit, zu sagen. Wir können natürlich auch noch mal gerne die Webkonsole mit dem für die VMware quasi anzeigen. Wir können jetzt quasi auf den Host selbst schauen. Also gehen wir hier mal ganz kurz auf einen unseren /host. Wir gehen jetzt hier quasi auf Konsole. Wir gehen auf Launch Console. Bestätigen das Ganze. Entsprechend muss ich natürlich jetzt hier das Ganze freigeben. Dann können wir es quasi an einem /host sehen. Das können wir natürlich auch direkt machen, direkt mal Deployment machen. Wir können es hier quasi auch einloggen. Dann haben wir unseren Stegosaurus quasi, den wir vordefiniert haben. Wir können uns dann quasi auch die Repos anzeigen lassen. Und ja, entsprechend können wir wieder ausloggen und entsprechend können wir das Ganze natürlich auch wunderbar über die Konsole definieren, wenn wir das Ganze benötigen, wenn man nicht unbedingt über SSH ran kann. Okay, ich kann das nochmal so ein, zwei Minuten warten, falls noch weitere Fragen kommen. Wir können das nochmal gerne einen Blick auf die Rollen allgemein werfen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Rollen. Also entsprechend, wir können jetzt hier quasi reingehen über Configure auf Ansible. Berechtigungsrollen, das ist im Prinzip in den Usergruppen. Also entsprechend an dieser Stelle können wir uns dann entsprechend unsere Usergruppen definieren. Also im Wesentlichen an der Stelle User können wir allgemein User einbinden. Wir können das Ganze über LDAP machen oder auch manuell anlegen. Wir können uns an dieser Stelle auch Usergruppen definieren und entsprechend diesen Usergruppen natürlich unseren verschiedenen Rollen definieren, indem halt jede Gruppe eine andere mögliche Berechtigung hat. Das heißt, nicht jeder darf alles machen. Beispielsweise, man darf zwar hosten, deployen oder verändern, aber nicht löschen oder sämtliche andere möglichen Einschränkungen.
Okay, bestehen noch irgendwelche Fragen jetzt oder? Also Plugfunk, also im Prinzip, das ist jetzt genau ein gleiches Tool wie VMware, UWirt oder KVM. Also von unserer Seite her gibt es volle Unterstützung für Plugfunk. Also die Frage war, ob Plugfunk implementiert ist. Und die Antwort, ja, ist implementiert und wird von uns auch unterstützt. Okay, da es jetzt keine weiteren Fragen mehr zu geben scheint, würde ich das Webinar denn jetzt beenden. Also vielen Dank für Ihre Teilnahme und ich wünsche allen noch einen schönen Tag.